Sie haben ein hervorragendes religionsphilosophisches Lebenswerk geschaffen, das es fort- und weiterzudenken gilt. Und dazu möchte unsere Tagung an der Hochschule, die den Namen des emeritierten Papstes trägt, einen Beitrag leisten. Die Analogia Entis, eine Dialektik, besagt, dass Gott sehr wohl erkannt werden kann aufgrund der Tanta Similitudo, die sich aus den Schöpfungswerken Römer 1,20 ergibt, dass aber die Major Dissimilitudo zugleich konstitutiv sich aus der Tanta Similitudo ergibt. Hallo, wir sind Theologiestudenten aus Fallen da in Deutschland. Wir sind hierher gekommen, um den spannenden und herausragenden Referaten zu lauschen. Ich freue mich sehr, dass 15 Vertreter der Wissenschaft, der Philosophie vor allem und der Theologie zusammengekommen sind, um diese zentrale Frage, was heißt das, wenn wir Gott denken, miteinander zu besprechen. Wie müsste ein Denken aussehen, das sich seiner Grenze bewusst bleibt, ohne an dieser Grenze zu verstummen? Daher meine Überschrift, Begriffe vom Unbegreiflichen. Stoße an die Grenze des Begreifens und höre nicht auf zu denken. In meinem Vortrag über Origenes ging es darum, dass Origenes die Gottesbegegnung als Begegnung zweier Freiheiten versteht. Eine Begegnung zwischen Gott und Mensch kommt nicht zustande, ohne dass der Mensch frei ist. Das heißt, er kann sich auch verweigern, aber sie kommt auch nicht zustande, ohne dass man mitbedenkt, dass auch Gott frei ist. Er kann erscheinen, er kann sich aber auch entziehen. Die Grenzen der Gotteserkenntnis auf der einen Seite zu sehen, auf der anderen Seite aber trotzdem beim Sprechen und Denken über Gott auch mutig voranzugehen. Nun, wenn man das schaut, die wichtigsten Denker, die sich mit Kant und vielleicht der katholischen Tradition in der Gestalt von Thomas von Aquin beschäftigt haben, sie haben eine bestimmte Linie gezogen und Schäffler weicht von dieser Linie ab. Und es ging mir darum zu sagen, wie, was macht der Schäffler anders in seiner Aufnahme von Kant?